Na, du bist der Experte. Meinst du, dass ich gleich für Zuschauer kriege? Ohne Scheiß. Kurz qualifizieren, 100% normal. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Einstellung. Realistische Autoschaden komplett. Kollision an. Okay. Fahrtalent. Aus, an, komplett, nur Kurven, 3D, automatisch. So. Ne, wir fahren kurz Qualifying. Du musst ja nicht fahren. Ah, musst du auch noch machen, ne? Weiß ja. Ja, mach doch da einfach umgekehrt die Darstellung. Dann können wir zuerst die Guten überholen, dann später die Ersten, sondern Marasche und alles. So, herzlich willkommen auf meinem Livestream. Wir fahren. Jetzt starten wir das 100% Monaco-Rennen. Die KI ist auf Experte. Man sieht mich ja gar nicht. Ja. Und Startplatz 20 und 19. Vielleicht. Ich gebe mein Bestes. Ach, fährst du Qualifying oder was? Ich fahre mit den Harten, aber nur. Ich fahre nur mit den Harten, da habe ich sowieso nicht eine gute Zeit. Ich starte von hinten. Lustiger. Was? Da wird lustig, ne? Ja, von hinten zu starten wird lustiger. Als vorne wegzufahren. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Fahr trotzdem mal raus. Und da fährt Sebastian Vettel, ist der Erste, der auf der Strecke ist. Alle gerade rausrennen. Sauber, Marsha. Das Lustigste wird auf jeden Fall die Boxenausfahrt. Ich bin gerade schon drüber gefahren.
Das neue Formel 1 das kommt jetzt am 19. raus, ne? Ich glaube, meins kommt am 18. schon. Ja, ich muss mir das noch holen. Und dann wird Safety Car und Einführungsrunde gefahren und so. Richtig geil. Ja, ja, und rote Flaggen wieder endlich. Herzlich willkommen auf meinem Livestream. Der große Preis von Monaco. 100% Rennen. KI ist auf, Experte. Das wird ein sehr spannendes Rennen. Hoffentlich kein vorzeitiges Aus für beide Mercedes-Fahrer. Hatten wir ja schon mal, auch nur bei 50%. Aber ich bedenke, mein Streampartner SpeedKing97 streamt mit seinem eigenen Account auch noch währenddessen. Zusammen heißen wir The Night, Night Gamers. Wir spielen alle Art von Spielen. FIFA, Formel 1, Wrestling, Call of Duty und was noch alles so anfällt. Battlefield 1 zum Beispiel, das neue. Mittelsektor 2 Sekunden schneller. So, gleich fahre ich auch mal raus. Also ich hätte jetzt locker die Bestzeit gefahren. Ihr könnt mir auch ruhig einen Kommentar schreiben. Ich fahre in die Box. Dann weiß ich auch, mit wem ich das Vergnügen habe. So, ich habe zu Ende geraucht. Zigarette. Weil Monaco ist für mich eine sehr schwere Strecke. Mit der habe ich meine Probleme. Guck mal, stehst du wieder neben dir? Oder bist du schon draußen? Ich bin gar nicht draußen. Ich fahre jetzt bin raus. Ich bin wieder neben dir. So. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Das ist nicht mehr rein, ne? Ich hab mal einen Reifensatz warm gefahren. Bisschen angefahren. So, und da fahre ich schon aus meiner Boxen. Ach, da hat die Zeiten von mir ganz anerkannt. Weil ich nicht zu Ende gefahren bin. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird's. Ich fahre aus der Boxengasse raus. Guck mal, die Zeiten stehen noch nicht, aber der Sektor ist trotzdem pink, und die ersten beiden. Jetzt kommt erstmal die Aufwärmrunde hier. Outlap. Oh, da berühre ich schon die Wand, ey. Und jeder. Oh. Schauen wir mal, wie das Rennen jetzt... Die Reifen nicht so sehr ab. Wir sind jetzt alle in der Box. Jetzt geht's los hier.
Oh, der hat Beine wieder berührt. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine sehr schwere Strecke. Das ist besser in Sektor 1. Grimes. Ich war noch eine Sekunde schneller. Minimal langsamer Sektor 2. Uhr Zehntel. Mit Ecken. Platz 6. So. Ein Zehntel hinter Ricciardo, 2 Zehntel hinter Massa. Das war für mich meine Bestzeit auf harte Reifen. Oh, direkt hinter, vor Grosjean, hinter Ricciardo. Das sind ja meine Spezialisten. Habe ich so viel Nerven, um 100% Rennen zu fahren, oder ist es schon das vorzeitige Aus in der ersten beiden Runden? Will ich natürlich nicht hoffen, ne? Einstellungen bestehen auf realistische Autos, ne? Wir schauen mal. Also das ist auf jeden Fall für mich das erste Mal, dass ich 100% Rennen bei Monaco fahre. Guck mal, ob ich noch so einen Satz Brams anfahren soll. Dieser 0,7 Sekunden. So, ich muss mal kurz, bevor das Rennen jetzt losgeht, mal kurz auf Klo gehen. Ich komm dann jetzt gleich wieder. Bis gleich. Das sind beiden Sektorenbestzeit, das ist super. Du oder was? Ja. Da steht keine Zeit. Ich frage mich wieso. So Jungs, auch meine lieben Zuschauer. Ich gehe mal kurz auf Klo. Ihr habt auch ein bisschen Unterhaltung. In der Zeit, wo ich auf Klo bin, könnt ihr euch ein bisschen gute Musik anhören. Yeah.
Oh. Ja, ändert nichts an meinem Startplatz. Ich werde da eh auf dem letzten starten. Müssen wir noch warten, bis Tiger wieder kommt. Ist der Teaser wieder, The Night Gamers. Dann schauen wir doch mal. Teaser? Ja. War es immer so, wenn man die weiße Linie überfährt, dass man dann 5 Strafplätze bekommt? Oder 10? Ja, weißt du? Hä? Das ist eigentlich so, ne? Ja, ich hab sie eben extra Jungs, überfahren, ich komm sofort wieder. Es hat gerade an meiner Tür geklingelt. Ich komm sofort wieder. Meine lieben Leute, ich bin wieder da. Mal 3 Stockwerke runter und wieder hoch. Oh, das ist schon, das hört man, ein bisschen heftig. Oi, oi, oi. Ich habe eben die Linie überfahren. Ich habe keine 5 Positionen nach hinten bekommen, sondern 5 Sekunden Zeitstrafe. Wie ich das verstehen soll. Ja, weil du letzter bist. Weil du letzter bist, kannst du auch keine 5 Plätze da nach hinten gebracht werden, weißt du? Also deswegen krieg ich im Rennen dann 5 Sekunden Zeitstrafe. Genau, deswegen kriegst du 5 Sekunden Zeitstrafe. Und ich glaube, das wird dir am Ende des Rennens auch noch angerechnet. So, noch 29 Sekunden. Und dann wird das Rennen gefahren. Boah, ist mir schwitzig, ist mir warm. Ich bin am Schwitzen. Jetzt kannst du ja Dings abbrechen, oder? Nee, das lass mal laufen. Das gehört dazu, dann machen wir das auch so, weißt du? So, ich mache mich obenrum ein bisschen nackig, weil Dachschräge, keine Dämmung drin, muss ich T-Shirt ausziehen. Qualifying von Vettel. Beim morgigen Rennen steht er damit auf einer sehr guten Startposition. So. Hoffentlich habe ich jetzt die 5 Sekunden bekommen.
Guckst du mal? Nee. Hast du nicht bekommen, ne? Nee. Ja, ich habe auch keine Zeit. Shit. Ja, schlechter so. Kann's halt laufen. Letzter Platz und 50. Wir schauen mal unsere Plätze hier an. Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari mit einer Zeit, mit von einer Zeit von 1,18,015 mit den weichen Reifen. Danach kommt Kimi Räikkönen, Scuderia Ferrari, auch mit weichen Reifen. 1,18,138. Sehr knappe Zeit. Ja, meine Position, ne, sehr, sehr weit hinten, aber nicht so hinten wie unser Speed King. Ja, vorne ist ein bisschen langweilig, vorne wegfahren. Willkommen zu einer Kultrennstrecke auf dem Formel 1 Kalender. Wie man ja immer sagt, meine Damen und Herren, wer erster startet, gewinnt das Rennen. Wir schauen mal. Und hier kommt sie schon. Ja. Glaube ich nicht diesmal. Das glaube ich auch nicht, weil ich werde dann erster. Ich hoffe natürlich mal. So. Ups. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier überholen kann. So, nochmal Rennstrategie gucken. Ich muss rein. Ich starte mit den harten Reifen. Und die erste Boxeneinfahrt muss ich tanken oder sonst irgendwas tanken. Gibt's ja leider nicht. Runde 43, Runde 44 dazwischen. Also heißt es für mich nur eine Ein-Stop-Strategie. Kommt 10 Runden früher circa. Ja. Boah, geschätzte Renndauer. 101 Minute. Und 24 Sekunden. Uiuiui. Wir schauen mal. Also, ich bin startbereit. Bist du auch startbereit? Ich auch, ja. So. Wir starten das Rennen. Geht's. Großer Preis von Monaco. 100% Rennen. Oh, ich bin an dem Marasch schon vorbei. Sehr geil. Oh, Ricciardo ja, steht hier gleich. 5 Sekunden Zeitstrafe. Ja, die habe ich auch schon. Wegen Ricciardo. Oh, ich bin Meinter. Nach einer Kurve Meinter, nicht schlecht. Aber die 5 Sekunden Zeitstrafen, die hole ich raus. Hoffe ich zumindest. Und jetzt habe ich Massa vor mir. Massa ist. Der lässt nie gerne einen vorbei. Ja, quer, du musst Platz lassen. Gut. Oh, davor ist ja schon der Teaser. So. Achter, mein Freund. Ja, ich sehe das. Fahr doch mal schneller, Massa. Oh. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Stau. Da ist mir einer reingefahren. Oh, mein Lieblingsüberholpunkt hat diesmal nicht funktioniert. Wäre cool, wenn sie die 5 Sekunden am Boxenstopp abziehen würden. Das kommt wahrscheinlich im nächsten Teil. Ja, das hoffe ich natürlich. Die sollen Formel 1 immer besser machen. So, Massa, du gehörst mir. Uah. Ich bin schon hinter dir. Es ist schwierig. Dich kann ich nicht überholen, wahrscheinlich. Mach Teamorder. Ich hab dich schneller im Reifen. Okay. Team Order willst du machen? Ja. Dann fahr. Dankeschön. Guck mal, das beim Mercedes hier eigentlich nicht macht.
Da muss schon mal, da wird schon mal schwieriger zu lenken, aber halt, es geht. Dieses Video, was jetzt hier live gestreamt wird, wird auch heute Abend oder so, heute oder morgen, auf YouTube erscheinen. Ist das kaputt? Nee, Gott sei Dank nicht. Boah, das war Mikrometer. Nennt man sowas, glaube ich, ne? Oh, 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 Mass A. Oh, shit. Ja, bleib nicht stehen, Massa und. Speed King und Massa leisten sich da ein starkes Zwei-Mann-Duell. Vielleicht nicht mehr. Wir schauen mal, wie weit, wann der Tiger da. Oh! Oh. Yo! Ja, super! Hey, ich war da schon vorbei. Habe ich zwei überholt. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Überhol mich drei. Hast du Schaden? Nein, Gott sei Dank nicht. Wenn sich das Auto anfühlt, denk daran, dass wir eine hohe Belastung. Das war dämlich, sorry. Das sollte im Laufe des Rennens besser werden, wenn sie weniger wird. Ach Mann, ey, jetzt bin ich schon wieder 10 Plätze weiter hinten. Momentan sind ab. Und der DRS ist offen. Dann noch. So, Button. Also ist blöd, weil ich an dir so nicht vorbeikomme. Jetzt kann ich wenigstens mal in die schnellsten Runden hier fahren. Freie Bahn. Mit Mager. Weil ich keinen Sprit mehr habe. Einer schon draußen. Der wahrscheinlich Ricciardo, oder? Keine Ahnung. Oh! Ich bin ja schon wieder dran. Schade, eben schon Fünfter gewesen. Gewesen. Gewesen, ja. Oh. Ah, da juckt irgendwas, weißt du, und dann musste ich kratzen, weil er zu sehr juckte und dann donnerst du bei der. Ah, das ist furchtbar sowas. Oh, mein Frontflügel ist ein bisschen kaputt. Ist orange, aber ich kann damit noch fahren. Oh. Also. Ich hab grad Rixen richtig geil überholt. Und im ersten Sektor trotzdem noch Bestzeit. Mach ich mal einen auf Hülkenberg. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. War wieder vorbei. Sainz Junior. So. Das war noch in Ordnung, das, was ich gerade gefahren bin. Oh, dieser jetzt funktioniert muss ich hier in der Box. Stelle. Jetzt muss ich in die Box. Scheiße, Sache, ich hab Probleme. Probleme. Deswegen wäre ich auf Options gestartet. An deiner Stelle. Na gut, aber 70 Runden mit Rhymes geht auch nicht, glaube ich. Boah, Alter, du hältst hier jeden auf. Da haben wir schon, meine lieben Zuschauer. Ich habe nur Probleme mit dieser Strecke. So. Letzter natürlich, dann beginnt jetzt mal diese Aufholjagd. Fünf von 78 Runden schon gefahren. Nein! In der Box gewesen. Ach man, schon wieder so ein Scheißdreher, ey. Außen an Nasre vorbei und dann habe ich gedreht. Dann stellen wir mal kurz auf Fett.
Oh. Die beiden Marushas auch ganz vorne. Also 15 und 16 da jetzt sind, weil ich sie überholt habe. Gleich. Ja, Stevens, lass mich doch vorbei. Ach, nicht schon wieder hier, ey. Das gibt's doch nicht. Wenn die merken, ich bin vorbei, dann sollen sie zurückziehen. Das haben wir jetzt schon viermal gedreht, glaube ich, ey. Die halten so rein, ne? Obwohl ich schon vorbei bin, halten die trotzdem so weiter rein. Ja, ich hoffe, die machen das bei dem neuen Spiel anders. So, langsam hole ich das Feld wieder auf. Beide Mercedes-Fahrer. 19. und 18. Oh, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Das ist dämlich, ey. Oh, so, hier liegt Frontflügel. Ui, 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 ui. Ja, ich hab mich verbremst. So. Ein Mercedes-Fahrer, mein Teamkollege, Dummes, hat sich den Frontflügel abgefahren. Ja, das Rennen ist absolut Schrott bis jetzt. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, so, ne? Was ihr von dem Rennen haltet. Ob ihr euch auf das neue Formel 1 freut. Ich werde es auf jeden Fall auch streamen. Was war los? Oh. Dem Tunnel. Warum die beenden? Vollgasrest konnte ich ohne Spoiler nicht Vollgas fahren. Ja, schade. Das war ein vorzeitiges Aus für Speedking 97. Für meinen Teamkollegen. Durch einen dummen Fehler, ja. Durch einen dummen Fehler. Manchmal will er zu viel und fährt ein bisschen riskant und dann passiert es halt, ne? Ich hab nicht gedacht, dass man im Tunnel bremsen muss ohne Spoiler. Alles fürs nächste Mal. Vettel fährt da vorne weg. Dann bist du ja gleich schon wieder dran. Jetzt schauen wir mal. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich tue nicht zu viel riskieren wie mein Teamkollege, aber... Ja, riskiert habe ich nicht viel. Oh, Verwarnung, Streckenüberschreitung, aha. Oh, und da bin ich hängen geblieben an der Mauer. Das ist dumm gelaufen. Passiert halt. Aber egal, fangen wir wieder von vorne an. Wieder Aufholjagd. Wir hätten hier das ganze Feld auf. Steven zählt ja gerade das ganze Feld auf. Einfach mal schreiben, mit wem ich das Vergnügen habe, meine lieben Zuschauer. Was ihr bisher von dem Rennen haltet und ne? Und da bleibe ich schon wieder fast hängen. Das ist doch nicht normal, aber ich konnte mich. Ah, da vorne ist Massa schon wieder. Und
Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ein herzliches Willkommen auf meinem Livestream. Mein Name ist der Tiger. Unser Gruppenname lautet The Night Gamers. Oh, war das knapp, ey. Da habe ich schon aufgeholt, ey. Auch wenn es das eine überholen das andere. Die haben mich viermal gedreht beim Überholen. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mir ein Follow da lassen. Wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr kein Follow da zu lassen. Aber ich wäre froh darüber, wenn ihr mir einen da lassen würdet. Jetzt kommt der beste Überholpunkt. Da bist du weit weg. Da an der Kurve. Ja. So, den ersten habe ich überholt, eingeholt und überholt. Das war Massa. Jetzt habe ich hier mein Problemkind Grosjean. Aber den werde ich jetzt auch cachen. Jetzt hätte er dagegen. Oh. Oi, 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 oi. Sorry, Grosjean. Jetzt in der Schikane holst du dir. Danke, Grosjean. Echt. Richtig geil. Oh, Vettel kommt schon gleich. Die Primes auf, oder? Du bist wieder. Kommt raus, 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 raus! Raus, raus! Cousin geht auf Primes. Ich komm noch vor Vettel komme ich noch raus, werde ich rauskommen. Ich lass mich nicht gerne überholen. Ja. Grosjean muss jetzt Vettel vorbeilassen. Bin ich mal gespannt. Nee, für die KIs machen sie sogar Platz, ey. Ich glaube für nicht. Für uns nicht. Gucken, wie Raikön da vorbeikommt. Warum ich hier oberkörperfrei sitze? Du kannst ja hier, wir können ja mal hier eine tauschen. Ich habe eine Dachschräge, so keine Dämmung drin, weil das Haus von 1975 ist. Und wenn draußen 20 Grad draußen ist, dann haben wir hier drinnen bis zu 35 Grad. Und du glaubst doch nicht, dass ich dann nicht das T-Shirt anlasse, oder? Da schwitze ich mir ein zu Tode. Da kann nicht draußen regnen, trotzdem ist hier drin richtig warm, ey. Das ist echt richtig heftig. Ich weiß, dass ich nicht so hübsch aussehe wie andere Männer, aber
wie sagt man so schön, mit dem Teddybär kuschelt man lieber. Nasser kommt einfach nicht an den Mauerschaffer, weil... Das wird deprimierend für den. Bottas fährt auf 3 und er auf 16. Oh, ist durch einen Bug, ist er durch Raikön durchgefahren, dieser zweite sogar. Raikön, oh. Ja, ja, ich weiß, dass es regnet. Aber trotzdem ist es warm hier drinnen, ohne Scheiß. Tobi. Oh, da hinten kommt Vettel. Ach, du hast recht, kein Spoiler mehr. Ja. Was ich gerade gelesen habe, weißt du, das lenkt voll ab, ey. Blaue Flagge macht den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Hab ich im Chat gelesen oder was? Ja, ja. Da kommt Vettel. Da kommen die blauen Flaggen. Das war mein Drift in die Boxengasse. Wieder Options. Mal kurz ein, zwei Nervenzüge machen. Mal kurz weg. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Und ist mir doch egal. Ich rauch, um aufzuhören, ist es schon zu spät. Das war's mit den 100%, meine Damen und Herren. Scheiße! Entschuldigung, aber ist... Oh Mann, Problemstrecke. Einfach Problemstrecke. Wirklich. Also? Ja, ich bin auch raus, Mann. Ich bin raus. Oh. Shit. Dumm hier laufen. Aber was soll man machen? Neustart.
Ja, Vettel hat bloß 61 Runden, das ist so lächerlich, ja. Tolle Leistung von Pastor Maldonado, er hat... Dieser Ricardo war draußen. Qualifiziert. Ha, ha, ha. Schlingel Gaming. Ja klar, ist er dumm gelaufen, Tobi. Sagt ihr mal, was ihr für eine Strecke haben möchtet, was wir fahren sollen. Aber erst, auf 50%. Gib mal ein paar Vorschläge, wenn ihr möchtet. Einfach schreiben. So, der Schlingel Gaming sagt wieder Monaco. Tobi sagt Russland. So. Aha, es heiß, 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 heiß. So. Ja, ich will was anderes. Wir brauchen noch einen, der ne, mit abstimmt, weil ne, 1 gegen 1, das ist schlimm. So, jetzt kommt Bananastyle. Ich hab auch noch einen Zuschauer. Was möchte der denn für eine Strecke sehen? Ja, Bananastyle, ob du mitfahren kannst, kannst du doch mitfahren. So. Jetzt kommt der nächste, ja, Monza. Ah, jetzt sind 2x Monza. Monza ist auch cool. Ja, 2-1 für Monza. Dann macht gut. Die KIs aber auf Legende. Monza, Monza, Monza. Da ist besser zu überholen. Hallo Bananastyle. Hi. Das Autodromo di Monza in Italien ist... Italia, Italia, Italia. Muchas gracias. Wart, geh bitte... Hä? Ach, du bist hier bei mir auf dem Stream drauf oder was? Ihr könnt alle gerne mitfahren, von mir aus. Ist doch schon unterwegs. Entschuldigung für die kurze Pause, aber ich musste gerade Kollegen einladen. Ich muss nochmal kurz Pause machen. Nicht ich. Wir sind 4 Leute, sind wir jetzt, ne? So, dann tue ich das auf 4 reduzieren. Dass dann nicht noch einer zuspawnen kann. So. Das ist doch nicht schlimm. Sobald du nicht, das stört mich nicht. Du kannst ja auch, du brauchst doch nicht dein Audio mit einbeziehen. Brauchst ja nicht. Ja. Ciao, ciao. Spinner. So. Da ist so stark wie bei FIFA oder was hier? Ja? Was ist mit dir? Kommst du rein? Also, okay. Nein, die Cola habe ich nicht vom Kaufland. Ich kaufe die Cola bei Lidl, weißt du, Lidl. Weil ich habe Cola probiert von Kaufland, schmeckt mir nicht. Ich habe Cola gekauft von Penny, so, schmeckt mir ganz gar nicht. Lidl schmeckt schon besser, so, weißt du. Fleischwerbung. Ja, kann ich machen, kein Problem. Ja, habe ich schon. Hast schon? Gut. Nimm ich wieder den Hamilton. Ja, du wolltest auch immer den Hamilton, oder nicht? Nee. Ja, genau. Der Lidl neben dem Aqua, Tobi. Ja, der David, Tobi, der wohnt nicht so weit von mir entfernt, der wohnt in Siegler. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 6 Kilometer. Okay. So, sind wir alle bereit? So, gut.
Da hast du recht. Lidl lohnt sich, Tija. Ja, da hast du recht. Lidl lohnt sich. Du willst wirklich den Honda bei realistisch holen? Oder machen wir gleich die Leistung? Beinanstellung. Gleich, gut. Die KI ist auf Legende, oder? Ja, kann ich auch machen, kein Problem. Bei Italien ist ja nicht mehr so schwierig wie Monaco. So, wir können starten. So. Also, entweder heute Abend oder morgen wird der Stream hier von mir auf YouTube auch zu sehen sein. Also, hoffe, es wird sich lohnen. Und wenn ihr euch fragt, so, warum ich immer Richtung Kamera gucke, hinter der Kamera steht noch ein kleinerer Fernseher. Meine Frau ist hinten, da hinten, so von da aus Fernseher am gucken. Ich auf dem großen Fernseher, meine Frau auf dem kleinen Fernseher. Hier in Monza Zeit wird für das Qualifying-Fans freuen sich auf spannende 60 Minuten. Spannende 60 Minuten. Also, dass ihr Bescheid wisst, unser Kanal ist ein bisschen durchgeknallt, so. Ich bin ein bisschen durchgeknallt, ne? Ein bisschen bekloppt, ist immer gut. Fröhliche Menschen. Immer fröhlich, immer was zum Lachen. So, mein Setup. Italia. Wenn ich manchmal schon höre von Leuten so. Das war ich auch mal eine schnelle Runde, oder? Wenn ich manchmal von Leuten höre, welche Strecke fahren wir, dass die das Setup finden, da werde ich ab und zu manchmal rammdösig bei, weil wenn man schon am Anfang sagt, wir fahren Italien, dann ist da bestimmt auch das Italien-Setup, oder? Wer weiß, ne? Kann ja auch sein, dass einer da Pinguin stehen immer noch, hat oder so. Wenn sie fragen, wie die Strecke heißt, wenn sie es nicht wissen. Ja. Da steht immer nur Monza. Das ist was Italien. Ist Italia. So, das schauen wir mal. Meine 10 Zuschauer, wünsche euch nochmal ein herzliches Willkommen auf meinem Livestream. Ich weiß nicht, quatsch ich zu viel oder quatsch ich zu wenig? Ich weiß ja nicht. Das muss ich in den Querten überholen in der Outlap. Ich habe mir gedacht, heute quatsch ich mal ein bisschen mehr, weil gestern bei Call of Duty Black Ops 3 habe ich ein bisschen wenig gequatscht, habe ich so gut wie gar nicht gequatscht. Und heißt ja, man muss die Leute ja. Danke für den Follow, Feier. Wow. Ich sollte aufhören, lesen und fahren gleichzeitig. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Konzentriere dich mal ein bisschen bei deiner Runde. Na, ja, das ist ja nur die Aufwärmrunde. Ja, ich hoffe, ich habe genug Abstand gelassen. Info. Ich habe eine FIFA-Liga und eine Formel-1-Liga. Wir fahren jeden Sonntag 18 Uhr 50%. Welche Strecke kommt eigentlich jetzt nach Monaco nochmal? Mr. Kanada kommen, oder? Oh, Kanada, meine Lieblingsstrecke. Danke für den Follow. 41 Follows schon, wunderbar. Mir ist wieder keiner auf der Seite. Die sind alle Tiger. Yeah. Wie sagt man das schön? Man fängt immer klein an, ne? Ich habe früher auch klein angefangen. Ich frag mich, warum wir so einen schlechten zugucken wollen. Halt die Backen, ne?
Nee, mir ist ich bin zwar egal. Schlecht, ich bin so Spaß, schlecht bei Formel 1 bin ich ja auch nicht, ne? Aber ich bin mehr, ich tu mehr unterhalten, weißt du? Ich bewege mich bei den Kurven mit, ne? Zum Beispiel bei Fußball bewege ich meine Füße mit. Da tritt ich fast immer mit dem Fuß immer gegen den Hocker hier, den ich hier vor mir stehen hab. Das ist echt, Oha, 7% Abnutzung, Alter. Ich bin nur eine Runde gefahren. Oh! Ich muss mein Setup zeigen, wenn eh keiner zuguckt. Hey. Ja, das war aber, ne? Nur auf hart. Wie viel Abnutzung habe ich denn? 6%. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob ich hier auf Kart fahren soll. Boah, Bananas, da ist immer schnell, ey. Der ist schnell, ne? Ich bin 18. Überleg dir das mal, ich bin 18. Alter. 18. Das gibt es gar nicht. Das darf es nicht geben. Ja, nächstes Formel 1 Spiel 2016 wird ja was spannender. Hoffe ich zumindest. Ne, wenn irgendeiner einen Unfall baut, dass das Safety Car rauskommt. Da haben auch dann die Leute, die ganz weit hinten sind, dann noch eine Chance, doch noch in die Punkte zu kommen. Wird ein bisschen warten, bis die Strecke frei wird. Meine Strecke ist frei, ich habe freie Fahrt. Freie Fahrt habe ich. Sehe da draußen. Ich glaube, so langsam kommen sie alle rein. Ja, super, kann ich auch wieder raus. Ja, erste Runde war nix. Zur kleinen Info, heute Abend so um 11 Uhr rum, so 11, 10 nach 11, Viertel nach 11 rum, fange ich wieder an, Call of Duty Black Ops 3 Zombie Mode zu zocken. Ich will den Easter Egg schaffen. Also Shadow of Evil, den Scheiß, den kann man, hätte man gar nicht mit reintun brauchen, so, das ist so beschissen da. Ich will bei Eisendrachen, würde ich das versuchen. Eisendrachen? Mhm. Ich war schon mal dann beim Boss, also den letzten Schritt, aber der ist so schnell down gehabt. Das naja, da brauchst du viele Sachen für. Ja, hab ich, ey. Wir waren eigentlich stark gewesen, aber keine Ahnung. Echt? Ja, ihr seid ja auch Suchtis. Wie habt ihr den Daumen bekommen? Also mit welchen Waffen? So. Vielleicht weiß ja irgendeiner, wann das neue DLC rauskommt. Für Black Ops 3. Leider weil ich bin nicht. Nämlich echt gespannt, was diesmal für eine Karte kommt dann. Weil online Black Ops 3 zock ich nicht mehr. Die sind da nur am Campen. So, das reicht mir eigentlich. Wie viele Runden bin ich eigentlich jetzt mit dem Reifen gefahren? Oh, das ist sehr übelst. 7% Abnutzung. Ah, das geht aber, das geht. Das geht. So, dann tue ich mal meine Session beenden. Ich komme sofort wieder.
DJ Teaser, ja, das hört sich auch nicht schlecht an. Wunderbar, klasse. Der Name, der ist auch nicht schlecht. DJ Teaser. Ja, warum nicht, wenn ich gerade nicht vor der Kamera bin? Warum soll ich denn nicht ein bisschen Unterhaltung für Musik sorgen und so? Ne? Ich will ja auch nicht, dass es für euch langweilig ist. Ah, jetzt fällt mir das Vorzug runter. Muss ich aufpassen, die kommt von hinten angeschossen. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, bei euch so, für euch. Ja, schon wieder Sprachfehler. Furchtbar sowas. Ich bedanke mich bei euch für eure Follows. Wir werden auf jeden Fall, und mein Team und ich werden auf jeden Fall, ne, wir heißen ja The Night Gamers. Wir werden FIFA streamen, Formel 1 streamen, Wrestling streamen. Battlefield 1 wird demnächst auch gestreamt. Da freue ich mich schon groß drauf. Ob ich nochmal Call of Duty hole, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Erstmal diese vier Spiele, die stehen erstmal im Vordergrund. FIFA, Formel 1, Wrestling und Battlefield 1. Also auf jeden Fall eine Info, ich suche noch Mitglieder für FIFA, die in der FIFA-Liga mitkommen. Ich suche mein noch Twitch kackt erst, die ganze Zeit ab. Erst recht Mitglieder für Formel 1, weil da sind wir momentan nur drei Leute, die wir fahren. Und mit drei Leuten macht es langsam ein bisschen keinen Spaß mehr. Weil ich brauche noch fähige Fahrer, die hier unseren Speed King 97 platt fahren. Der ist momentan Tabellenerster. Ich glaube, ich habe meinen Meister gefunden, ey. Leck mich am Arsch. Banana-Style, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe in der ersten Runde den ersten Sektor verkackt, in der zweiten Runde den zweiten Sektor, in der dritten den dritten Sektor. Ich war immer auf Bestzeitkurs. Mann! Wenn ihr mein Gamertag wissen wollt bei der Xbox One, der lautet der Tiger. Der Leerzeichen Tiger 1404. Einfach mich adden und dann ne, kann man drüber sprechen, wer in die Liga eintreten möchte. Es kann auch sein, dass heute Abend wieder ein FIFA-Spiel gestreamt wird. Portugal gegen Frankreich. Weil wir machen in meiner FIFA-Liga machen wir EM. Und da spielt dann Portugal bin ich. Und ein Kollege von mir ist Frankreich. Und das Spiel wird dann heute Abend, wenn er Lust hat, wenn er Zeit hat, wird das gespielt. Wow, und da ist er abgeflogen. Ist das schon K.O.-Runde oder was? Ja, ist schon K.O.-Runde. Wer jetzt verliert, fliegt raus. Also, ich hab doch gar keinen K.O.-Gegner. Ja, ich weiß aber meinen K.O.-Gegner schon, das ist das Schöne, ja. Steht noch nicht. Also steht noch nicht richtig fest, ne? Entweder spiele ich gegen Belgien, gegen meine Frau, oder spiele gegen Mr. Tod. Oh. Einen von beiden. Okay. Ich hoffe, mein Twitch hält jetzt mal. Ich finde das Respekt von Frauen, die mit, die auch zocken tun auf Xbox Live und ne. Fußball spielen und so. Banana-Style ist bei mir gar nicht in der, in der Party drin. Der ist in einer anderen Party. Fährt aber trotzdem mit. Siehst du denn deine Zeiten? Nein. Ich kann gerade gucken, der hat aufgegeben, das ist das Problem. Dem seine Zeit siehst du gleich. Ja, die Zeit sehe ich, aber die Sektorzeiten würde mich interessieren. Weil da steht, dass ich nur im ersten Sektor die Bestzeit habe.
Im zweiten war ich auch extrem schnell. Würde ich gerne wissen, was der da für Zeit hat. Der letzte war mir. Der andere. Oh, letzter. Ah, okay. Der Bananen ist bei dir in der Party. Herzlich willkommen zu meinem Livestream. Mittlerweile habe ich 13 Zuschauer. Mein Rekord liegt bei 46 Zuschauern. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jeden Tag zu streamen, wenn ich das schaffe. Wegen meinem Job. Aber ich muss ja heute nur noch arbeiten, morgen früh nur kurz arbeiten und dann habe ich Wochenende. Jetzt fällt mir das scheiß Feuerzeug schon wieder runter, ne? Das krieg ich ja in der Krampf. 14 Zuschauer! Das werden ja immer mehr, ey. Noch am Fahren? Wiebot? Du meinst Weißbot. Oder? Hat jemand verlassen? Du fährst doch noch, oder nicht? Ne, ich fahr nicht mehr. Hä? Eine Strafe plus null Plätze? Ja, Tobi. Cool. Was hat ein Bananastyle für eine, ich hoffe, für das eine ist Strafe? Was, ich hoffe, das ist was Gutes. Mal 1 plus 0 Plätze. Also plus 0 Platz. Was soll das also heißen? Zeitstrafe bis dran, oder was? Hab ich noch nie gesehen. Hab ich auch noch nie gesehen, das ist das erste Mal. Echt krass. Komisch. Könnt ihr mal verraten, wie schnell ihr immer so seid, sein könnt? Ja, die Runde war kacke, wie gesagt. Ich hatte keine Reifen mehr, um noch eine bessere zu fahren. Okay, okay, okay. Willkommen in Monza, wo die Fans auf den Tribünen darauf warten, die schnellsten Fahrer der Welt heute beim Kampf um die begehrten vordersten Plätze in der Startaufstellung kämpfen zu sehen. Es ist Zeit für den großen Preis von Italien. Das Rennen geht gleich los, sehen wir uns die Startaufstellung. Jetzt sind wir nur 19 Fahrer, ne? Ja, der Hunter ist rausgeflogen. Oder wie auch immer hieß. Ah, schade. Der ist rausgeflogen, der schaut aber jetzt mal auf Twitch weiter zu. Ich muss in der 16. Okay. In der 8. und 9. Runde muss rein. Zwei Stops Strategie. Ja. So. Versuch mal einen. Ja, hier, guck. Siehst du, Pet hier. Ich spiele mit Pet. Ja, das sind pinke Knöpfe, ich weiß. Das ist der Controller eigentlich von meiner Frau, weil meiner kaputt ist. So. Großer Preis von Monza. Viele, die es nicht wissen. Auf geht's. Oh, in schlechter Italien. Start. Wow, wow. Bremst der früh. Das war's für mich schon. Was passiert? Von wegen, die sind, die lassen. Oh, alter Schwede, was für Überhol! Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Ja, das. Ey! So einen Sitz will ich mir auch holen. Das würde mich aber so fast an die 300 Öcken kosten, Alter. Das ist sehr... Meine Fresse, ey, was ist denn das hier? Ja, rammt mich doch alle weg, ey. Jetzt hab ich auch noch Kollision verursacht. Wollt ihr mich verarschen oder so?
Zu zweitletzter oder was? Vorletzter. Perez kommt, ist letzter. Sag ich ja. Zweitletzter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer schuld war. Nein, 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 nein! Oh. Oh Mann, mit der ersten Kurve habe ich es aber, ey. Das gibt's doch nicht. Schlechtes Omen, wenn ich schon eine... warte ab. Ich hole da jetzt auf. Schnell, 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 schnell. Dabei, dabei. Tavam. Herzlich willkommen auf meinem Livestream. 15 Zuschauer. Wollte nicht alle den Führenden zuschauen. Ach, du warst schon an der Box. Ja! Rundflugschaden! Wegen dem Bots. Oh. Jetzt muss ich gucken, dass ich richtig Gas gebe. Guck mal, du bist schon an dem Ziel und Zielgeraden. Was geht ab, Mann? Ja, die Strecke ist klein. Zum ersten Mal die Kurve 1 richtig bekommen. Oh, am Rennen ist der ziemlich schwach, finde ich gerade. Ja, ein paar Problemchen. Ich bin im Rennen stärker wie im Qualifying. Ja, danke, danke. Schlinge Gaming. Oh shit. Was ist die erste Kurve, ne? Bricht dir das Auto Tobi. Da auch mal so aus? Ja. Hab ich schon, Mann. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber trotzdem. Ich fahr's trotzdem. Ich bin Formel 1 Fan, weißt du. Ich mag dieses Forza nicht oder was es noch alles gibt. So. Das ist ein cooles Spiel. So. Baust du Unfall, musst du Box fahren. Baust du einen größeren Unfall, bist du raus. So einfach ist das. Nur, dass sie dieses Mal bei diesem Spiel das Safety Car nicht dabei hatten und das war kacke. Aber das kommt ja jetzt wieder. Freue ich mich drauf schon.
Celebration. Das ist jeder, jedem selbst überlassen. Ich werde mir das Formel 1 auf jeden Fall holen. FIFA 17 habe ich mir schon geholt. Hol ich mir, glaube ich, nicht. Was? FIFA 17. Warum nicht? Weiß nicht. FIFA ist immer das Gleiche. Da machst du ja bei mir in der FIFA-Liga ja nicht mehr mit. Macht ihr die im 17er weiter oder was? Ja, die geht weiter, ja klar. Geht immer weiter. Ich weiß, das ist immer das Gleiche, FIFA. Gut, nur dass sie jetzt im 16er mit den Tommen noch viel zu übertrieben haben. Ja, ich will bei dem 17er, wenn wir da die haben wir schnell. Beim 17er, FIFA 17, würde ich, wenn da die Meisterschaft anfängt, die Bundesliga, würde ich einen Preis geben für denjenigen, der Meister geworden ist. Weißt du? Ich habe erst ein Spiel mitgespielt. Meine zwei. Bei dem 16er hier gibt es keinen Preis, aber bei dem nächsten Spiel wird es einen Preis geben. Beim nächsten FIFA oder was? Ja, ja, bei dem 17er. Nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip-Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber auch eine Weile durchhalten. Dann muss ich mir das ja doch noch holen. Ich denke mal, so eine 25 oder 50 Euro Karte, die reicht. Der hat gerade zu mir gesagt, meine Reifen verabschieden sich gleich. War für mal nett, ich muss nämlich noch eine Runde fahren. Alter, die sind knallrot, ey. Also Belastbarkeit ist knallrot. Banana fährt mir einfach hinterher. Ich glaube, wenn ich in die Box gehe, da auch in die Box. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. Oh, die sind doch jetzt schon ein bisschen rot, die Reifen. Du fällst im Vergleich zu deinem Vordermann um 2 Sekunden pro Runde zurück. Mal gucken, dass ich in die Box komme. Ja, ich hab's gewusst, Bananastar kommt auch. Gucken, es waren 5,5 Sekunden. Alter, es ist ja schon saudicht. Wieder. Wieso war der so schnell in der Box? Ist er viel dichter als 5,5 Sekunden? Oh, ich komme mal vor Science raus. Ja. Vor Science. Das ist so rum.
Am Arsch der Welt von Bielefeld fahr ich rum, ey. Master, oh, hat glaube ich jetzt 3 Plätze verloren. Ich bin 18. immer noch. So 40 Sekunden entfernt. 20 Sekunden nur entfernt, okay. Jetzt kommen alle in die Box. Die sind eine Runde länger gefahren als ich. Nasr neuer Zweiter. Du hast auch gerade eine Box. Ja. Yep. Von wieder. Oha. Ich habe jetzt in einer Runde 4 Sekunden auf Banana gut gemacht. Also beim Boxenstopp. Leute, bitte keine Links hier reinschreiben. Weil der hat gerade ein Verbotsschild aufgezeigt. Ui, 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 ui. Und Bananastyle wurde disqualifiziert. Ja, dann ist mein Rivale weg. Bei mir bleiben immer nur ein paar Sekunden die Zuschauer. Ich hab die ganze Zeit schon 11 Zuschauer. Hast du immer noch 15? Noch 11. Das wechselt immer zwischen 11 und 15. Sekunden. Für ein paar Sekunden welche und dann wieder weg.
Ja, vielleicht komme ich bei dir auch mal ins Bild. Vielleicht. Vielleicht, ja. Hast du auch Options drauf, oder was? Ich bin nicht am Cutten. Was geht ab, Mann? Ach, er cuttet. So einer bist du. Wird Vettel jetzt sagen, ja, Paris, Blue Flag, Blue Flag. Geh aus dem Weg, Idiot. Dein Vordermann hat 30 Sekunden Vorsprung. Lass uns dafür sorgen, dass er den nicht weiter ausbaut. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Da hast du dich verguckt. Das sowieso. Wo fährst du denn rum? Ich wollte mal hier Offroad fahren. So. Mach mal nicht wieder so viel Druck, ne? Wenn du hinter mir bist. Bleib draußen. Wir holen den Wagen vor uns allmählich ein. Mach weiter dieses Tempo. Jetzt kommt die Mercedes Power. Ja, fahr Schlangenlinie. Super. Noch 20 Kilo Benzin übrig. Wir haben noch 20 Kilogramm Benzin.
Pui. Ach ja, noch einmal in die Box fahren. Oder was? Nee. Option. Okay. Hat 10 Runden halten die aber nicht. Müsstest du normal jetzt die Bestzeiten fahren? Ja. Oh ne, das ist wieder die Kurve, die kenne ich. Geh weg. Oh. Da habe ich ja schon zweimal die Führung weggeschmissen. Scheiße! Entschuldigung für das Wort. Stehst du oder was? Nein. Ich kam ins Rutschen. Überschreiten hier von der Strecke. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? So Leute, ich komme sofort wieder. Ich muss mal kurz telefonieren. What?
Ja, das werden wir. Dann nicht durchladen. Anfang die Fußgängerzone, da wurde ich durchladen. Warum? Ich hab einen Dünn, hab ich. Einen Dünn, Dünn. Ah, der sagt das, ich hab sie auch mal so. Ich bin drücken, ne? Das ist halt weiß, ne? Gut, gut. Und, sonst wollt ihr nicht mehr wissen? Gut. Oh, cool sauce. Wir haben es quasi nicht die Fußkarten gehabt. Und jedes kommt. Oh, was denn das? In dieser Musik kann man spielen. Nicht da.
Ja, ja. Ach, da ist er ja wieder. Ja. Oh, 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 oh. So, vorletzte Runde. Guck mal, die ganz alten Schinken. Ja, ja. Ich finde die alten Lieder besser als die neuen Lieder, weißt find du? Finde ich auch. Ja, ich habe noch viel andere. Ja, ich höre ja alles, weißt du? Hier. Wollt ihr gleich weiter Formel 1 fahren? Oder sollen wir mal FIFA spielen? Genau, FIFA. Ja, Leute, wie ihr gehört habt, nicht so sehr. Tun wir gleich ein bisschen FIFA spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gleich weiter folgen. Ich werde dann nur kurz das Spiel umändern. Ich glaube, ich habe keinen Sprit mehr gleich. Ich glaube, das haben sie im neuen auch geändert. Was? Mit dem Sprit? Ja, wenn man da keinen Sprit mehr hat, dass es eine höhere Strafe gibt. Das geht ja eigentlich gar nicht. Gucken, dass du genug Sprit hast. Du musst ja am Schluss ja auch immer Benzinproben noch machen. Eigentlich. Da ist ja kein Sprit mehr für. Oh, ich habe auch noch genug. Ja,
Yes. Oh. Den sehe ich da zwar nicht gerne, aber okay. So, meine lieben Leute, meine Zuschauer, Entschuldigung, ich werde kurz den Stream beenden und dann sehen wir uns hoffentlich bei FIFA.